Hallo Leute, im heutigen Video geht es mal um die Marlin-Menüs von der Color UI. Es geht deswegen darum, weil ich relativ viele Anfragen in den letzten 14 Tagen hatte bezüglich dem, wie jetzt diese Color UI aufgeteilt ist und was für Menüs dort verfügbar sind. So, dann haben wir halt hier auf dem allgemeinen Startbildschirm haben wir hier schon mal das SD-Karten-Symbol. Da könnten wir jetzt von der SD-Karte einen Druck laden. Das funktioniert jetzt halt nicht, weil ich keine SD-Karte drin habe. Was aber funktioniert, ist das Anklicken der Nozzle-Temperatur, der Betttemperatur und auch des Lüfters. Und auch der Speed und die Flowrate können hierüber bestimmt werden. So, das waren schon mal die Grundbefehle, die jetzt im Main-Menü möglich sind. Und alles Weitere ist dann quasi in den Einstellungen hinterlegt. Wenn man jetzt auf Infoscreen klickt, kommt man zurück. Das erste Menü wäre jetzt Motion. Dann haben wir hier Move Axis, Auto Home, Bed Leveling und dieser Probe Test und Disable Steppers. Wenn wir jetzt hier in Move Axis reingehen, dann haben wir die Move Befehle für die einzelnen Motoren und den Extruder. Wenn wir hier wieder weiter reingehen, dann erscheint das nächste Untermenü. Das wäre dann 10, 1 und 0,1 mm Schritte, um die Achsen manuell zu verfahren. Das wäre dann soweit hier drin. Dieser M48 Probe Test tut dann 10 mal die Sonde testen und Auto Home und Bed Leveling ist euch ja klar, Disable Steppers ist auch klar. Motion, wie gesagt, hier kann man auch den Extruder dann drinnen verfahren. Das nächste wäre dann Temperatur, das wären die ganzen Temperaturmenüs, da kann man die Nozzle Temperatur, die Bed Temperatur und den Fan Speed verstellen und auch die Preheat Parameters schon laden, dass er halt auf PLA und ABS beispielsweise preheatet. Und das nächste Menü wäre dann die Konfiguration. Da haben wir dann halt, wenn wir auf Main zurückgehen, gehen wir zurück. Dann haben wir Probe Z-Offset. Da wäre dann das Z-Offset hinterlegt für den Sensor. Der Runout-Sensor kann hierüber deaktiviert werden. Und Preheat PLA und ABS geht hierüber auch. Was auch hierüber dann gemacht werden kann und muss, wenn man hierüber über das Display halt Sachen verstellt, die Settings storen. Man kann auch die Settings laden oder Restore Defaults kann man auch machen. Das geht also auch alles hier über dieses Main-Menü von den Configurations. Danach gehen wir jetzt mal in die Advanced Settings. In den Advanced Settings kann man ein Home Offset setzen, die Velocity einstellen. Die Velocity ist dann die Geschwindigkeit der Achsen. Die Acceleration sind die Beschleunigungs- und Bremswerte der Achsen. Die Junction Deviation ist die Eckenbehandlung, also wie schnell oder langsam die Ecken gefahren werden. Und die Probe Offsets, da geht es darum, wo die Z-Sonde sitzt, am Druckkopf im Endeffekt. Ja, das wäre dann schon mal dazu alles. Und dann wären wir in dem Menü im Prinzip auch fertig. Change Filament wäre dieser M600 Filament Change. Release Media, um die SD-Karte rauszunehmen und Printform Media, um halt eben in die SD-Karte reinzuschauen. Ja, das waren im Prinzip jetzt alle Grundbefehle, die in dieser Marlin-Version so verfügbar sind. Ich nehme das jetzt gerade frei Hand auf, ist aber auch nicht tragisch, hoffe ich, weil ihr müsstet eigentlich alles gut lesen können. Dafür nochmal Entschuldigung, aber ja, ich wollte jetzt kein Stativ aufbauen für dieses kurze Video. Jo, das waren dann halt wie gesagt die Sachen, die man jetzt im Menü hier einfach so einstellen kann, ohne dass man jetzt in den Drucker reingucken muss. Was interessant ist für die Leute, die diesen Stromausfalls-Wiederreaktivierungsmodus aktiviert haben, die müssen halt entweder in den Settings noch die M413S1 aktivieren und dann mit M500 abspeichern über Pronterface. Oder aber die M413S1 halt in den Startcode von den einzelnen Drucken reinsetzen, die sie machen wollen. Was ich persönlich bevorzugen würde, weil es geht ganz einfach darum, wenn man einen 2-Stunden-Druck hat, wo man sowieso zu Hause ist, sollte das eigentlich nicht sein, dass da jetzt irgendwie großartig was passieren kann mit dem Druck. Wenn man natürlich einen 60- oder 80-Stunden-Druck hat, kann das interessant sein, diese Funktion zu verwenden, weil man dann halt auf der Seite ist, dass man eventuell den Druck dann direkt wieder starten kann, wenn mal Stromausfall war.
Ja, der nächste Befehl, der noch interessant ist oder interessant zu wissen ist, für die Leute mit den V6 19.03.19 Boards und den V9 und V10 Boards, weil diese ja einen Z1 und Z2 Stepper haben. Da habe ich ja die Aktivierung für Z Auto Align mit reingenommen in die Malien. Wer möchte, kann dieses dort aktivieren. Das bedeutet, dass der Tisch automatisch ausgerichtet wird zwischen den zwei Stepper Motoren. Das bedeutet, der Z-Probe fährt erst links fünfmal, dann rechts fünfmal, dann Mitte nochmal und wieder links und rechts und Mitte und tut dabei den Tisch gerade stellen bis auf nach Möglichkeit 0,03, 0,04 mm. Dann braucht ihr keine Z-Synchronisierung mehr, sondern könnt das im Prinzip über die Software machen lassen, was halt immer zu einem gleichen Ergebnis führt, egal wie sich jetzt der Tisch verändert hat, auch durch das Erwärmen des Tisches. Und somit hat man auch immer einen konsistenten, gleichbleibend geraden Tisch. Das ist aber wie gesagt nur bei diesen drei Boards möglich, weil die halt Z1 und Z2 getrennt voneinander haben. Alle anderen Boards haben das leider nicht. Für die Leute bleibt dann nur die Umrüstung auf einen SKR-Board, um diese Funktion nutzen zu können. Ja, das Ganze wird auch demnächst dann für Clipper nochmal erklärt. Also dieser Z-Auto-Align nennt sich dort Z-Tilt. Das werde ich dort auch nochmal als Video bringen, wenn das Ganze hier auf SKR umgebaut ist. Denn der Drucker hat jetzt einige Tage gestanden, einige Wochen eher, weil ich halt dem Board hier nicht mehr so richtig über den Weg trauen kann, leider. Aber gut, das ist halt so. Das ist mein Problem im Endeffekt, beziehungsweise ja, der Arnet läuft halt seitdem durch. Aber egal. Ja, das würde ich sagen, war es dann eigentlich jetzt mal in Bezug auf die Malien-Menüs, die es so in der Standardkonfiguration Color UI gibt und wo man reingucken und verändern kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, habt noch ein schönes Wochenende, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.